Willkommen bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Bloodstars mit mir auf meinem Kanal. Und ich habe es jetzt eben gesehen, im letzten oder vorletzten Video, nee, es war glaube ich jetzt vor einer Woche das Video, habe ich exakt 1685 Pokale gehabt und ihr habt es im Thumbnail gesehen. Ich habe mich heute mal ja, so ein bisschen postiert, dass man auch mal die Kisten sieht. Ich habe eine große Kiste auf und 18 kleine Kisten, denn ich habe so ein bisschen gesammelt. Ich wusste ja, dass ein neuer Brawler kommt und mal sehen, ob wir ihn ziehen. Ich glaube nicht wirklich. Also erstmal Big Chest Opening hier bei mir. Und mit welchem fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit den 18 kleinen hier an. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Also glaube ich, mache ich euch das mal so ein bisschen schneller. Okay, jetzt haben wir noch eine große Truhe. Mehr haben wir jetzt nicht mehr. Und mal sehen, ob da noch was drin ist. Also ihr habt es ja gesehen. Ich habe für alle Brawler ein bisschen was bekommen, aber nicht wirklich den Equivent, so heißt er, glaube ich. Gucken wir mal, 82 Münzen. Wir haben Powerpunkte für Bull bekommen. Wir kriegen richtig was drauf für Shelly. Und 0, oh, die war richtig mau. Okay, die 82 Gold sind natürlich nicht schlecht und ich habe jetzt 884, das ist nicht schlecht, aber ich habe ihn natürlich nicht gezogen. Ich meine, ich kann jetzt mal wieder ein paar upgraden hier. So ist es nicht, aber den ich eigentlich ziehen wollte, das ist er hier, den Jean, so heißt er, glaube ich. Ja, allerdings mit der Wunderlampe leider nicht gezogen. Naja, ist egal. Dann müssen wir mit dem leben, was da so kommt. Aber oh, wir können ein bisschen was upgraden, das ist natürlich cool. Kostet 2,90 und den konnten wir denn noch machen? Oh, den Mortis für 35. Den nehmen wir für 35 schon mal mit. Dann haben wir den schon mal hoch. Aber ich würde sagen, okay, wenn wir jetzt den Brawler nicht bekommen haben, dann spielen wir hier jetzt wenigstens die Juwelenjagd mit Poco. Na, ist leider so. Thumbnail hat mal gelogen. Schade auch. Ich habe gedacht, ich ziehe das heute mal live mit euch. Aber naja. Setz live und ich habe es auch nicht wirklich erwartet. Ich weiß, dass ganz, ganz viele so ein bisschen die Truhen hier gesammelt haben von euch. Das habe ich so ein bisschen auch bei uns hier im Club mitbekommen. Aber ich glaube, dass wir... Oh, da ballert einer ganz, ganz dolle. Hol dir ruhig. Ich schütze dich hier so ein bisschen. So, dann holen wir uns den hier. Und oh, das sieht ganz gut aus. Wir lassen hier jetzt nicht wirklich was an uns rankommen, glaube ich mal. Und ja, der Poco, nach wie vor echt cooler Brawler hier. Kleine Allzweckwaffe habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt kriege ich hier zwar ein bisschen Lack, aber da ist noch eine Jessie vorne drin. Und die hatte vor allen Dingen ihr Ding da postiert. Muss jetzt allerdings mal sehen, Wen ich hier hochheilen kann, wer hier so ein bisschen Beschuss bekommt. Ah, das ist sie da hinten, glaube ich. Ich hoffe, der Heil hat er jetzt gereicht, das weiß ich nämlich nicht. So ein bisschen besser komme ich jetzt so mit der Steuerung hier vor allen Dingen klar. Jetzt bin ich zwar down, aber oh, da haben sich die ganzen Marken geholt. Jetzt hat das rote Team Countdown und jetzt müssen wir natürlich hart hier durchballern, je nachdem, wer das jetzt hier hat. Da hinten in der Ecke ist er. Der Feigling. Naja, da hinten in der Ecke ist er. Da habe ich mich auch wieder ein bisschen zu früh gefreut hier. Brawl ist vorbei. Ist aber nicht so schlimm. So fangen ja viele, viele meiner Brawl Stars Folgen an. Erstmal einen schönen Fail hinlegen, bevor wir dann ja doch irgendwas gewinnen. Hier minus 3, das ist auch in Ordnung. Ich habe ja ganz gut Marken gemacht und ihr seht das, ich habe auch immer noch verbleibende Marken. Richtig, richtig krass. Also noch ein Spiel mache ich mit denen jetzt nicht. Ich muss mal eben sehen, mit wem ich jetzt eigentlich spiele.
Okay, wir machen die Juwelenjagd einfach mal weiter hier, aber nicht vorab, sondern einfach mal mittendrin will ich mal den Heiner hier grüßen, denn der wartet jetzt ganz, ganz geduldig auf mich, bis ich mit der Aufnahme fertig bin im Discord. Also Heiner, super Gespräch hier unter zwei Generationen, die sich ja so grundlegend mal so richtig unterscheiden, was vor allen Dingen das Alter angeht. Oh, Alter, ich hänge hier fest. Was das Alter angeht, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, denn ich mache ja nicht umsonst Werbung so ein bisschen für meinen Discord und komme dann da nie rein. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, das so zu machen. Hier müssen wir erstmal das Ding davon von der Penny wegmachen. Oh, da ist eine Shelly, da ist eine Shelly. Oh, da sind ganz viele hier. Was ist das denn? Ey, wieso sind da so viele Gegner? Oh, das ist heute Abend tolle Runden wieder erwischt. Kann man nicht. Was macht denn der Frank da? Alter, der macht ja nur Kacke da. Kann man nicht anders sagen. Und ich muss mich hier jetzt aber. Ich konnte mich nicht verstecken, aber ich glaube, wir haben noch die Dinger hier. Wir haben Leon dabei. Wir haben einen Leon im Team. Und einmal durchhallen hier, der muss hier weg hier. Dieses doofe Teil hier von Penny, okay, da ist er jetzt auch weg. Und ich kann hier, glaube ich, so ein bisschen reinstürmen, um so ein bisschen den kleinen Tank zu spielen. zu spielen mit dem Kollegen hier, damit ich die anderen wenigstens schütze. Wer ist hier vorne denn jetzt von uns? Da ist mal keiner, okay. Oh nein, jetzt sind wir beide gestorben da. Ich kotze. Nein, 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 nein. Komm. Hier vorne, wir haben den Cooldown. Und dann kann ich hier auf jeden Fall so ein bisschen rein. Die sollen ruhig auf mich gehen, dann ziehe ich das Feuer so ein bisschen auf mich, dass da unten meine beiden Mates hier ungestört sterben können. Ah, ist das scheiße. Blut vorbei. Ah, wir haben es aber trotzdem gepackt hier. Der Dicke hat sich das Ding geholt hier. Der Frank, okay, also, die Marken haben wir schon mal drin. Ah, das. Und wir haben wieder eine Star-Marke dabei. Ah, die beiden wollen noch ein Spiel, ey. Mach ich noch eins mit? Na komm. Machen wir noch eins mit. Ihr wisst das ja, ihr kennt das auch selber. Wenn so ein Brawl mal ganz, ganz, ganz gut ausgeht, dann soll man einfach dabei bleiben und einfach mal ein bisschen mitspielen. Das mache ich dann auch. So eher selten, wie ich ja hier bin. Aber nicht umsonst bin ich ja wenigstens über die 1700 hier gekommen. So, ich gucke mal, dass ich hier so ein bisschen von aus der Flanke hier kommen kann und wir uns hier vielleicht schon mal so den ein oder anderen Juwel wegholen können. Oh, die haben Daryl dabei. Der ist böse. Der ist ziemlich böse, der Daryl. Zumindest auf der Seite hier. Jetzt haben sie mich erstmal bekommen, aber ich wollte eigentlich mein Juwel auch ein bisschen verlieren, denn ich bin ja jetzt nicht so der Markenträger hier. Das sollen bitte mal die anderen beiden machen. Der Dynamite ist hier weg. Okay, der hatte jetzt auch so ein paar. Jetzt habe ich auch wieder zwei. Muss jetzt allerdings auch so ein bisschen weg. Die einmal durchgehalten, die Jungs hier. Und dann, okay, den Dynamite. Das ist ja der nächste Meilenstein jetzt für mich, der Dynamite. So, komm. Einmal mich geheilt. Gut. Ah, die gehen auch auf mich. Nicht schlecht. Aber der Gegner hat jetzt auch nicht mehr Marken. Da ist der Daryl. Den müssen wir kriegen. Komm, den müssen wir da irgendwo wegkriegen. Haben wir den jetzt bekommen? Nee, da haben sie gerade noch so ihre Marken selber schützen können. Zack. Oh, jetzt haben sie mich gekriegt. Okay. Aber irgendwie, wo sind denn meine Mates eigentlich? Wo sind denn meine Mates? Die sind nicht da. Eben haben sie auch so gut gespielt und jetzt sind sie nicht da. Jetzt muss ich ja einmal durchstürmen. Den nehmen wir mal nal mit. 8 Sekunden hier. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so wirklich erfolgreich sein. Da sind die ein bisschen, ja, da sind die zu stark. Der Brawl ist vorbei. Ich glaube, das Spiel hier mit den beiden hier ist dann auch um. Da haben die dann keinen Bock mehr drauf. Wette? Doch, sie hätten noch Bock, aber ich nicht mehr. Ich nicht mehr. Ich wechsle kurz mal den Brawler und dann bin ich sofort wieder bei euch. So, auf wem sollen wir denn jetzt eigentlich wechseln? Ich schaue mal gerade. Wir können erstmal ein kleines Kistchen aufmachen. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance auf unseren Brawler, den wir eigentlich ziehen wollen. Wir haben noch einen verbleibenden Gegenstand. Nein, wir kriegen so ein bisschen was für Frank dabei. Okay. Dann nehmen wir mal den nächsten Modi. Showdown. Kopfgeldjagd. Mit wem mache ich immer gerne die Kopfgeldjagd? Nee,
Die mache ich eigentlich immer gerne mit einem Brawler, der so ein bisschen mehr ab kann, beziehungsweise, was ist denn mit ihr hier? Die daten wir erstmal ab hier, würde ich sagen, und dann wählen wir sie aus. Komm, geh mal rein in die Kopfgeldjagd mit, wer ist das eigentlich, Jenny oder Penny? Nee, es ist Toto. Es ist Jenny. Mal gucken. Oh, das ist mal wieder eine Mappy, die kenne ich ja, Alter, die kenne ich ja gar nicht. Das ist ja mal eine ganz, ganz coole Map hier. Hier unten ist schon mal so ein El Primo dabei, der hier sicherlich was reißen will, aber erstmal das Zeitliche segnet und Alter, was ist das denn für eine Mappe? Ja, ich weiß, es gibt mittlerweile hier die Custom Maps. Also die Maps aus der Community. Und ich finde es wirklich, wirklich gut, dass hier sowas überhaupt geht. Oh, hier muss ich mal eben weg. Ja, 7-4. Das sieht ja noch ganz geschmeidig aus hier. Unser Raketenträger hat hier so ein bisschen. Und es wäre ganz schön, wenn ich jetzt so ein, zwei Treffer lande hier. Beim El Primo vielleicht. Dann kann ich nämlich mein Ding hier aufstellen. Und da müssen die anderen jetzt erstmal drauf gehen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich schütze das Ganze hier so. Komm, El Primo muss erstmal da drauf. Die versuchen mich jetzt zu kriegen hier. Okay, das war aber nichts. Das war ein Satz mit X. Das war aber nichts. Und, oh, den habe ich ja sogar bekommen. Ich habe mal hier was gerissen. Das ist auch selten, dass ich hier mal etwas reiße. Aber komm, den Poco da. Ah, nein, jetzt haben sie mich. Ah, jetzt haben sie mich. Ich wusste es, dass ich da an irgendeinem Strauch hängen bleibe. Alter, das geht ja gar nicht. Aber 27-20, damit kann man sich noch nicht ganz zurückziehen, würde ich mal so sagen. Und ich setze meine Truppe hier nochmal. Oh, der El Primo ist jetzt richtig, richtig in Rage hier, aber das hat ihm nichts genützt. Und auch den müssten wir eigentlich bekommen da. 32-31, scheiße, da haben sie unseren Kollegen hier bekommen, glaube ich. Meine Reichweite ist nicht weit genug, aber mal sehen, 5, 4, 3, ob wir nicht noch einen noch kriegen, nein, oh, 32, 33, das ist Knapinski, keine Frage, und ja, ganz gut gemacht, egal, minus 3, das ist nicht ganz so tragisch, wir nehmen noch ein Spiel, wir wollen ja die Starmarke hier rein haben, Brawl Stars, nicht so ganz mein Ding, aber ich hoffe, es gefällt euch. So ein bisschen, dass ich ein bisschen anderen Content manchmal hier bringe auf diesem Kanal hier. So, was haben die denn da? Was ist denn da? Oh, die sind da hinten. Okay, mit einem Brock. Ich muss erstmal meine Fähigkeit hier kriegen, dass ich so ein bisschen. Oh, ich habe schon Stern gemacht. Coole Sache, aber hier haben wir diese Tussi, die hier diese starken Einzelschütze macht. Ich weiß noch gar nicht genau, wie sie heißt. Und, so, da habe ich jetzt nichts gemacht. Ich muss punkten hier, dass ich meinen Teil hier aufstellen kann. Eieiei, so punkte ich natürlich nicht. So erst recht nicht. 14-8, das geht ja noch. Eieiei. Den Brok, da müssen wir eigentlich mal wegholen. Denn die machen, als Fernkämpfer machst du hier natürlich richtig viele Points. Und da hinten ist der Dynamite, der da so ein bisschen mit seinen Flaschen wirbelt. Okay, aber ich habe immer noch nicht mein Special hier. Ich muss jetzt einfach mal ein paar Treffer landen, dass ich das Ding raushauen kann. Das dauert mir jetzt echt mal gerade ein bisschen lange. Ich habe den Kreis immer noch nicht voll. Das heißt, ich mache hier wirklich, wirklich wenig an Schaden an den anderen Brawlern. Und die führen jetzt, das ist noch dösiger. So, jetzt kann ich mein Ding hier endlich aufbauen. 24-22. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich das jetzt positioniere. Ich habe es jetzt nicht positioniert, sondern ich habe jetzt mal meinen anderen Special genommen. Der hat aber jetzt auch nicht wirklich gereicht. Aber ich denke mal, der Brawl, der muss hier jetzt reichen für uns. Komm. Jawohl. Da geht noch ein bisschen was. Ich ziehe das mal auf. Ja, 36, 26, also geht ja. Kein Thema. Hier mit der
mit dem kleinen Mädchen mit dem netten Gewehr. Also Jesse hat hier ganz gut gerockt. Die beiden haben keinen Bock mehr. Okay, verlassen wir mal eben. Ich denke mal, das soll es auch gewesen sein. Einfach nur ein bisschen Update-Status. 1750, das ist jetzt nicht so super viel. Ist das mein Bestes? Nein, es ist, ich war schon ein bisschen höher. Ich habe wieder ein paar Pokale gelassen. Ist aber nicht so schlimm. Ich bleibe in jedem Fall für euch am Ball hier mit Brostars und der Kleinen, die ihre Waffe so liebt. Also bleibt an dem Kanal dran hier. Abonnieren, liken, Glocke und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Bis dahin, euer Toto Road.